Hey Leute, willkommen bei Pandido und zum Türchen Nummer 15. Heute ist nämlich schon der 15.12. Mein Gott, das geht wieder schnell. Und gestern in der 14. hatten wir dieses wunderbare diesen Ständer für unseren Feuerwehrschlauch sowie einen Bogen oder zwei Bögen für Geheimschrift im 3-Fragezeichen-Kalender. Und dann bin ich gespannt, was es wohl heute im Feuerwehrkalender gibt. Ich warte ja noch immer auf dieses Feuerwehrauto, was da auf dem Cover drauf ist. Hier ist vermutlich nicht drin. Ich kann mir gut vorstellen, wo es sein könnte. Und heute... Oh, ich sehe schon eine Axt. Ich sehe zwei Äxte sogar. Und ich glaube, das war's auch. Heute gibt es ein wenig Ausrüstung für unsere Feuerwehrmänner. Genau, eine große und eine kleine Axt. Ganz fantastisch. Manchmal müssen die ja tatsächlich... Zum Beispiel bei einem Unfall so Autokarosserien auseinanderhauen. Dafür nehmen die dann mal eine Axt oder wie auch immer Feuerwehrmänner die brauchen. Auf jeden Fall haben sie die immer dabei, also schaden kann das auf jeden Fall nicht. So, jetzt kriegt er die ja mal in die Hand, sieht ein bisschen aus wie ein Krieger. Aber er ist immer noch ein Feuerwehrmann, keine Sorge. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Fragezeichenkalender. Das hier ist unsere heutige Aufgabe. Ich sehe einen Haufen Steine mit Symbolen. Und die Aufgabe lautet, verbinde immer zwei gleiche Steine mit einer Linie. Dort, wo drei Linien in einem Punkt sich überschneiden, das ist die Lösung und der richtige Buchstabe. So, dann fange ich einfach mal an. Ihr seht schon diese weiße Linie vom Bären zum Bären, die ist quasi schon vorgezeichnet. Und wir haben jetzt einmal die Schildkröten verbunden. Dann haben wir hier die Fische. Wir haben, was ist das, ein Hirsch vielleicht? Das kann ich gar nicht erkennen. Hier ist auf jeden Fall ein Vogel, das sehe ich. Und hier unten haben wir, ist das schon wieder ein Hirsch? Nee, ach, eine Echse. Tut mir leid, eine Echse. Und da oben, da treffen sich also drei Linien. Das heißt, Punkt A ist unsere richtige Lösung. Und das war so eine Art, ja, Kühlschrank vielleicht oder ein Stromkasten. Was könnte das sein? Das ist unser Bild für das Türchen Nummer 15. Und das suche ich mal. Ah ja, hier ist es schon. Ah ja, doch, ein Stromkasten war es, okay. Es sah auf dem kleinen Bild irgendwie aus wie ein Kühlschrank. Aber nein, es ist ein Stromkasten. Was soll denn auch ein Kühlschrank in einem Canyon? Ja, nein, aber ein Stromkasten natürlich, der macht Sinn. Und, was haben wir denn hier Schönes? Es ist groß, es ist stabil, es ist schwarz. Die drei Fragezeichen steht drin. Und ich glaube, ich weiß schon, was das ist, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber wir gucken mal lieber nach, hinten auf dem Aufgabenblatt. Oh ja, genau, da oben sehe ich die Keksmischung. Das ist ein Rezept für Kekse. Und das schwarze Objekt, das ist also eine Keksform. Ja, das ist aber toll. Wenn ihr dann Kekse backt, könnt ihr den Teig mit dieser Keksform ausstechen und habt dann wunderbare 3-Fragezeichen Kekse. Die könnt ihr dann verschenken, gerne zu Weihnachten, ist ja nicht mehr lange hin. Wieder ein tolles Spielzeug. Das war es jedenfalls mit Türchen Nummer 15. Wir sehen uns morgen bei der 16 und bis dahin sage ich schon mal Tschüss.